Fluss nämlich schon verändert. Was nicht so groß vom Vorteil ist immer. So. Und jetzt einmal nach oben. So, und jetzt haben wir hier unten nämlich unseren kleinen Anfang gebaut. Um, wow, nicht zu weit, um gleich anzufangen, hier unten so eine Plattform drum zu bauen. Um dann, nämlich was noch geiler ist, um dann nämlich einfach hier alle die ganze Erde so abzubauen, wie wir wollen. Und dann hier so eine gewisse Ecke machen, wo wir dann einfach sozusagen, wo wir dann im Endeffekt nämlich einfach überall Cobblestone machen, denn die Erde ist sehr kostbar hierbei. So, dann bauen wir uns hier einen hin. So, da bauen wir uns was hin, da bauen wir uns was hin. Puh, gut, okay. Damit wäre die erste Hürde schon mal geschafft. Gut, dann bauen wir uns hier zwei und da einen. So, hier muss man, oh, hier muss man echt aufpassen. Das war jetzt gerade schon wieder sehr fahrlässig sogar. Da muss man wirklich aufpassen, was man macht. Wenn man hier einmal aus Versehen was falsch macht, dann kann man es gleich vergessen. Deswegen mache ich mich hier jetzt erst einmal komplett drumherum, damit ich hier keine größeren Probleme kriege. Mit der ganzen Abbauerei und dem ganzen Gedöns. Ups, das war nicht das, was ich wollte. Das heißt, ich kann hier erstmal anfangen abzubauen. Obwohl, ich muss nämlich aufpassen. Denn wenn ich jetzt hier bei der Ecke bin, wo mein Cobblestone Generator ist, den darf ich natürlich nicht kaputt machen. Wenn ich den kaputt mache, sagen wir es mal so, dann könnte ich wieder aufhören und von vorne anfangen. Deswegen will ich das nur ungern machen. Und mache es auch nicht. So, dann gucken wir mal. Dann hole ich mir die mal hier rein. Fang mal an, hier abzubauen. So, ich mache das natürlich mit der puren Hand, denn für eine Schaufel ist das ja alles viel zu kostbar. Also eine Schaufel wäre an Stickies, das wäre mir da ein Dorn im Auge, wenn ich die auf einem weggeben müsste, nur für eine blöde Schaufel. Okay, das müsste hier eigentlich auch noch gehen, ne? Oder? Ja, aber hier muss ich aufpassen. Richtig? Richtig. Hier wird es schon wieder gefährlich. Oh, gefährlich. So, hier geht's wieder. Genau. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier aus Versehen nichts falsch mache. Denn der muss da bleiben. Da wird nur das weggehauen. Und da haben wir unseren Spawnpoint, den Bedrock. Ja, das ist Bedrock eigentlich. Den wegzuhauen, das wäre eine blöde Idee. So. Hier kommt mal alle her. Oh, 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 oh. Ich jetzt erstmal ein bisschen Erde weg. Nicht, dass mir die nachher noch flöten geht. Ich mir wieder ein paar Cobblestones. Oh, ich muss hier echt vorsichtiger sein. Ich baue mich hier so ein bisschen runter. Okay. So. Kann ich hier gucken, dass ich mich hier nicht so verbaue? Hopp. Okay, da ist jetzt wenigstens nichts verloren. Nein! Das sollte nicht passieren. Fail. Ärgerliche Geschichte. Sehr ärgerliche Geschichte sogar. Das ist jetzt blöde gelaufen, Freunde der Nacht. Ziemlich blöd sogar. Das ist jetzt richtig blöd gewesen. Oh, und das auch. Okay. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Hier müsste auch irgendwann dann die Lava kommen, aber das... Oh, 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 scheiße. Ich bin extrem unvorsichtig. Das ist nicht gut. So, dann muss ich jetzt mal hier gucken.
Schon wieder diesen Fail, ey. Komisch. Ich habe jetzt 53 Erde. Ich bin ja jetzt schon recht weit. Das heißt, ich muss unbedingt noch mehr Cobblestone abbauen. Fackel her. Einmal umgesetzt, dass hier nicht spawnt. Dann nehmen wir uns die Stone Pickaxe und bauen hier schon mal ein bisschen ab. Damit das hier noch alles eine gute Seite nimmt. Die Nacht ist schon wieder bald zu Ende. Oh, oh, oh. Eieieiei. Das war aber gefährlich hier. Man sieht, es geht schon wesentlich schneller. Natürlich ist die Chance hierbei dann auch immer größer, dass viel mehr Steine in die Lava fallen. Aber man sieht, das rendiert sich schon wieder. Das ist alles kein Problem. Es kommt nämlich wieder alles ganz schnell zu mir zurück. Es geht wirklich extrem schnell. Man bekommt sehr viel raus, was vorher reingegangen ist. Das ist auch perfekt dabei, der ganze Sache. Wenn ich dann gleich hier die ganze Erde abgebaut habe, dann werde ich mir sofort ein Haus basteln, um die ganzen Sachen hier rum, und werde mich dann da hinten zu der Insel hin machen. Und oben aufs Dach mache ich einen Baum. Denn oben auf dem Dach kann nichts verloren gehen. Wow, 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 wow. Zweimal schnell hintereinander, ey. Das hatte ich noch nicht. Das ging mir ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. Alter Schwede, da muss man echt ganz schön aufpassen. Okay. Ja, 30 sollten eigentlich jetzt reichen. Okay. Ach verdammt, doch nicht richtig gebaut. Aber soweit so gut. Und hier muss ich, hier müsste ich aufpassen. Okay. Hier muss ich gucken, dass ich hier einiges ersetze. Genau. Da ist mir auch schon was verbrannt. Das ist nicht so vorteilhaft. Verdammte Hacke. Apropos nicht vorteilhaft. Oh. Ah, fuck. Unglaublich. Echt. Echt unglaublich. Okay. Hier richtig hinstellen. Die Erde da oben rein. Und hier machen wir das mal so, damit wir hier dann schnell was dran bauen können. Perfekt. Genauso wie hier. Ganz schnell hier. Oh Mann, ist es gerettet worden? Nein, schade. Okay, dann müssen wir jetzt hier mal gucken. Nein, 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 nein. Dangerous actions. Now here. Okay, jetzt wird noch hier abgebaut. Ist hier abgebaut. Ja. Damit hätten wir den größten Teil der ganzen Erde eingesammelt. Und das ist genau das, was ich will. Jetzt wird hier vorsichtig abgebaut. Zack. Ganz schnell reagieren müssen wir da. Ganz schnell reagieren. Das haben wir auch hier wieder rein. So, und jetzt. Zack. Wow. Oh, 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 oh. Da hatte ich jetzt Glück, dass ich, dass nicht zu viel Lava runtergekommen ist. Das finde ich sehr gefährlich geworden. So, hier habe ich ein Stück Erde hin. Das wird schon zu einer kleinen Jump. Action-Map-Gedöns. Ja, genau. So, ich brauche wieder meine Pickaxe. Oh, das ist blöd gelaufen hier. Denn ich brauche jetzt mal ein Klotz hier oben, Freunde. So geht das ja nicht, ne? Freunde und Kollegen, das muss anders gemacht werden. Und zwar so. So,
Du bist auch wieder da. Perfekt. So, dann bauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen was. Einmal um hier was hinzubauen. Und, naja, das, dass ich jetzt eingefroren ist, kommt mir zugute. Dadurch, dass ich da jetzt was hinbauen konnte. So. Kann ich jetzt eigentlich schon hier anfangen abzubauen? Genau. Ja. Dann baue ich jetzt hier nämlich schon mal ab. Zu allem eigentlich. Ich baue jetzt eigentlich hier jetzt alles ab. Dann kann ich mich hier oben drauf dann postieren und anfangen, ein recht kleines Häuschen zu machen. Weil es muss einfach nicht das Größte sein. Also einfach ein recht kleines Häuschen machen. Und dann am Ende kann ich froh sein, wenn ich alles soweit fertig habe. Ich glaube, das sollte ich sogar jetzt in einer recht schnellen Zeit schaffen. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Das kann man bei Minecraft immer extrem schlecht einschätzen. Das ist aber auch, glaube ich, mit eines der Features, die ich mit bei dem Spiel richtig geil finde. Denn wenn man nicht weiß, wie lange man aufnimmt oder wie lange man zockt, dann ist es auch eigentlich schon mit dafür was, dafür ein Indiz, dass das Spiel sehr fesselnd ist und damit auch sehr gut. Ich finde, das macht ein Spiel auch mit aus. Manche können jetzt natürlich sagen, oh ja, dann wirst du süchtig danach. Aber ich meine, ach Leute, kommt schon. Ihr wollt ein Spiel haben, damit es euch fesselt. Damit ihr was von einem geilen Spiel habt einfach. Und nicht, oh ja, das ist aber... Es ist Stuppe, was es ist oder was es nicht ist. Hauptsache, es macht Spaß. Und das macht es auf jeden Fall. So, dann haben wir jetzt wieder die Pickaxe zurück. Und hauen hier die letzten beiden Klötze ab. Und, oh, den haben wir auch noch mitgekriegt. Das ist gut. Okay, wir brauchen jetzt ganz viel Cobblestone. Danke. So. Und das dauert jetzt wieder seine Weile. Da können wir wieder eine ganz schöne Weile abbauen. Oh Mann. Das kann dauern. Aber gut, ja, was kann ich sonst noch so erzählen? Ich gucke mal, ob ich hier so einen geilen Screenshot hinkriege vielleicht, um immer wieder so Part 1, Part 2 immer diese Sachen dann zu zeigen, als Thumbnail. Ich muss mich generell mit dem Ganzen mal befassen. Ich will auch jetzt langsam mal ein eigenes Kanaldesign richtig geiles zulegen. So ein ganz simples eigentlich, was aber trotzdem richtig gut aussieht. So, zwei haben wir hier noch, das ist wunderbar. Wir können uns gleich wieder neu machen. Und ich denke mal, das ist auch mit das Beste dann dabei der ganzen Sache. Sich einfach mal ein neues Kanaldesign zulegen und alles. Sich ein bisschen mehr damit beschäftigen. Das werde ich dieses Wochenende vielleicht machen. Die Schule nimmt schon wieder ordentlich Zeit in Anspruch. Besonders, weil jetzt die ganzen Arbeiten anstehen, also Klausuren eher gesagt. Und das wird schon eine extrem stressige Zeit im Mai. 9 Arbeiten, also 9 Klausuren. Das ist ein Wort. Normal ist das auch nicht, aber es ist schon mal ein Wort. So. Jetzt sind wir wieder hier. Und können weiter abbauen. Ja, ich könnte dabei sogar mal einen Schluck trinken. Obwohl, na, ich weiß nicht. Ich könnte ja mal... Nee. Oder doch? Ach, egal. Doch. Ob hier verbrennt, aber gerade sehr viel. Huah. Huah. Huah, alter Schwede. Das können die doch nicht machen. So, ich fange schon mal an hier zu bauen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, okay, sagen wir 7, genau, sagen wir mal 7, wir sagen alle mal 7, so, ich gucke jetzt nämlich gerade nach dem Maßen für mein Haus, das ist am besten, glaube ich, 7 mal 7, oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,